Seit 10 Jahren im internationalen Spitzensport, mittlerweile 18 Lenze auf diesem noch so glänzenden und jetzt mittlerweile doch sehr nass gewordenen Puckel des Hannoveraners, des Silvio-Sohns aus einer Vollblut-Forest-Mutter entstammt. Das Paar, das Europameister wurde, das Doppel und Bronze gewann in Aachen bei der WM, Team und Einzel. Und Mannschaftsweltmeister wurde sie ja im vergangenen Jahr nicht mit Shutterfly, sondern mit Checkmate. Der Spitzname von Shutterfly ist ja Petey. So rufen sie ihn im Stall, weil früher, als die Karriere begann, als er 8-jährig mit Meredith die deutsche Meisterschaft der Damen gewinnen konnte, hieß er noch Struffelpeter. Dann wurde er umgetauft, weil US-amerikanische Sponsoren sich daran beteiligten, ihn erwarben mit, aber sie konnten den Namen nie aussprechen. Und so nannte man ihn Shutterfly. So, Junge, flieg. Alle Herzen, die hier schlagen in der Sörs, sie schlagen für dieses Pferd. Sie schlagen für dieses Paar. Und sie schlagen jetzt immer höher. Jawohl! Shutterfly und Meredith Michaels Bergmann. Im Stechen sind sie dabei. Was für ein toller Ritt, was für eine Freude der Reiterin und welcher Genuss auch für Shutterfly, der es liebt zu glänzen und sich feiern zu lassen. Schon im vergangenen Jahr sagte sie, vielleicht wird es das letzte Mal sein, dass er in der Sörs geht. In diesem Jahr sagt sie auch, wer weiß, ob er, wenn er am Sonntag im großen Preis geht, nicht seinen letzten Start in der Sörs haben wird. Ihm sieht man die 18 Jahre wahrlich nicht an. Ich glaube, das letzte Mal hat sie sich gefreut, so als sie vor ein paar Monaten Mutter wurde. Herrliche Bilder. Da hat selbst unsere Kamera Tränen drauf. Das Paar, das hier schon 2005 den großen Preis gewann. Mehrfach mit der deutschen Nationalmannschaft den Nationenpreis. Nie den Preis von Europa und unter Umständen zum letzten Mal in seinem Leben nun den Preis von Europa hier bestreitet. Shutterfly Meredith Michaels Beerbaum. Da ist Töchterchen Brianne Victoria auf der Tribüne. Und nun geht's los. Er hat die lange Galoppade, die man braucht. Er hat die Frische hoffentlich auch in diesem Stechen noch, die man braucht, um hier zu gewinnen, um den Schwager zu schlagen. Meredith Michaels Beerbaum gegen Ludger Beerbaum. Perfekter Beginn. Es ist wirklich wahr, dieses Pferd ist 18 Jahre alt. Nicht 8, 18. Dieses Pferd ist etwas schneller als Schaman. Dieses Pferd hat Glück. Dieses Pferd hat Format. Zieht's durch, übernehmt die Führung. Jawohl! Führung. Petey, der Shutterfly und Meredith. Ludger, er muss nicht sauer sein. Hat gegen eines der besten Paare
der Welt sich geschlagen geben müssen. Sein Bruder Markus, Gatte von Meredith. Er hüpft hier hoch vor Freude. Küsschen an die Tochter vielleicht. Komm, wir gehen zu Mami. Wir müssen das erstmal feiern. Mami und Speedy. Hey, die zwei. Australien. Australien. Ja, aber es kommen noch zwei. Aber die müssen jetzt schon wirklich alles aus sich herausfinden. Danke. Also Sie können alle glauben, was für ein schwieriger Tag das ist für mich hier heute und was eine schwierige Entscheidung das ist, hier die beste Fair der Welt zu verabschieden. Aber heute Morgen bin ich wach geworden und habe gedacht, was hat der Shutterfly verdient? Was kann ich für ihn tun? Und dann habe ich gedacht, die Beste, was ich tun könnte, ist zu verabschieden hier bei dem besten Turnier der Welt, bei dem besten Publikum der Welt, das beste Fair der Welt. Vielen Dank, Shutterfly. Das ist die Beste, was ich heute sagen könnte. Vielen, vielen Dank, Shutterfly.